die beiden Wanderer standen da und sahen dem Tanz voller Begeisterung zu. Und der Alte, der winkte ihnen, sie sollten eintreten. Und das kleine Volk öffnete bereitwillig seinen Kreis. Ja, das ist mal bitte drin. Das ist auch die Auge, ja? Oder nicht? Komm, Erik, du machst eher 2 Euro da rein für die schönen Geschichten. Ja. Ja, guck mal, da sind Ritterspiele im Gange. Die kleinen verkloppen den Großen, sehr gut. Rausgestohlen! Der fliegt! Seid ihr jetzt kaputt? Nein! Guck mal, Erik, hier gibt es wieder schöne Messer. Guck mal. Ja, ein mittelalterliches Messer zum Essen. Ja? Sehr schön. Oh, schön kurzes. Und schöne kleine Äxte. Ja, ist kaputt gegangen. So, und einmal die Ranke in Silber. So. Oh, da fällt mir noch was ein, Maus. Ich hab ja. Möchtest du jetzt etwas haben? Ja, langsam wird es goldbraun. Ja, dann haben wir uns ein Freilager. Ja, aber die meisten unterwegs. Ja, möchtest du jetzt etwas haben? Guck mal, das ist dann das richtige Trinkhorn für den großen Durst. Echt? Kann man das Dicht dann abstellen? Ja, das steckst du dann da rein in den Stall, aber deswegen kannst du ja nicht am Stück leer trinken. Ne? So, guck. Ist das ein Rufhorn? Rufhorn, ja. Rufhorn. Sind die im Schach, wird wohl bekannt. Mit Flugesang und Seiten spielen wir mit Vögeln. Mit, was ist jetzt? Ich reich nicht mehr mit. Wieso denn? Warum denn? Guckt in die Leute. Leute, denkt ihr etwa, wir stehen hier um euch rum und machen uns für euch zum Obst? Ja. Mit Vögeln und Willkommen. Und morgt gleich wie ein Bär. Oh, aller Herber. Das heißt übrigens Frechheit als Unkraut. Jawohl. Hab ich doch gerade schon erklärt. Sollen wir hier Volksreden halten oder was? Wieso denn? Die Wahl ist vorbei. Wieso denn? Aber wir müssen doch das immer wieder sagen. Die Leute müssen auch solche Musik werden. Können wir jetzt, ja? Ja. Ja. Der Rhein steht noch mit der Gosche. Klopfe sie, puffe sie. Schlägt's auf und zu und lässt mir gar kein Ruhe, bis ihr Maul wird erdroschen. Klopfe sie, pumpe sie, nimm sie bei den Vögeln und schmier es mit den Vögeln, die alte Diebe verriegeln. Nimm sie bei den Vögeln und schmier es mit den Vögeln, die alte Diebe verriegeln. Wann ein tauscht mit mir, gib mir ein Junge für. Oh, Mala, Herbas. Braucht niemand was zu sagen, heißt so ein Unkraut, du könntest auch mal machen. Das war gerade so schön, wir waren richtig gut drin. Die Leute, ich hab gesehen, wie du schon wieder angesetzt hast zu reden. Du meinst, ja, das du musst auch, ja. Wollt ihm ein Ross aufgeben, klopfe sie, puffe sie.
das Ding vorbei ist. Ich weiß, die denken, ich hab nicht aufgepasst. Ich weiß, ihr glaubt, ich bin blöd, aber das muss raus. Wo steht ihr das? Ja, lieber Bruder, hier. Geh du deinen Herz, Kasper, wieder. Wir werden... Guck mal, trinken wir erstmal einen Met. Ein schön eiskalter Met. In der Mittagspause, ne, das haut richtig gut rein. Bei mir auch sowieso auf dem Markt ist es drin. Also, Prost, Leute. Und die Susanne braucht ein Messer. Jawohl. Guck mal. Ist das nicht stark? Ja, cool. Gell? Mhm. Das ist genial. Überhaupt. Oh, die Sache. Hm? Das haben wir schon, Erik, zu Hause. Noch vom Brett. Oh, die Sache finde ich so cool. Das sind das Halsbänder. Mhm. Cool. Ja, Lederarbeiten sind schön. Ja. Ist gut zum Bogenschießen, Armschutz. Mhm. Das kostet genauso viel. Boah. Meinst du teurer? Nochmal 200 Euro drauf. Meinst du, das auch 500? Ja. Siehst du, Leute mit so Bronzen, wie teuer ihre Schwerter sind. So ein lustiges Schwert, du musst doch damit umgehen können. Ne? Nein, eben nicht, aber nicht. Guck mal, Erik, denen ist kalt, die ziehen sich an. Die frieren, weißt du? Die kommen ganz weit aus dem Süden, denn es ist hier leicht kalt hier oben, da müssen sie sich warm anziehen. Ja, das ist mir zu viel oder zu wenig. Was ist denn das? Badisch besetztes Gebiet, hervorragend. Ja, dafür hieß er mal daheim jeden Morgen die badische Fahne. Ja, Radstoff, 1,8 mm Pappe, 10 mm Umbruchmesser, relativ luftig. Relativ offenes. Ja. Das ist dann ein 6er Draht bei 8 mm. Das ist schon halt, mit den einzelnen Ringen, das ist halt schon mal viel dichter. Ja. Und dann ist der Atemschnitt. Aber das sieht man manchmal, das dürfte der Fotos. Ja. Guck mal da, ein richtiger Evo-Kopf. Ja, yes. Schwarze Magie. Oh, guck mal, Erik, ein Hexenbesen, ein echter Hexenbesen. Ja, da musst du aufpassen, wenn es dunkel wird. Du. Kommen die Hexen. Komm, ich geh mal in die Hexenküche. Hier gibt es Kräuter und Balsam. Oh, und was für den Hillbilly. Nein, das ist nur Spaß. Aber hol schon mal der Sanitäter. Die sollten ihre Dinge halt mal scharf machen, dann macht es auch mehr Spaß. Okay. Und aufstehen. Nochmal. Auf, nochmal. Das sind eine Langwaffen gegen Kurzwaffen. Das nächste Mal bringen wir mal einen Schleifstein mit, ne? Da macht es gleich mehr Spaß. So, die Zuschauer haben Platz genommen, ja, sehr gut, Familie Hibili. Ist ja wie in der Gladiatorenarena, ne? Wir lassen kämpfen. Komm hoch und ran! Auf mit Gebrüll! Jawohl. Fest steht drauf. Loser. Jawohl. Von hinten. Voll fies.
Gut. Ja, ja. Jo, finde ich für alle kleinen Kinder geeignet. So, jetzt aber bis aufs Blut. Ich kann aber nicht sterben jetzt. Ja, diese langen Piken sind echt. Zum Nahkampf kommt, ein bisschen unvorteilhaft, aber für den Fernkampf. Jawohl. Und voll auf die 12. Na gut, dass es 30 Grad im Schatten hat. Meine Kollegen können sich zur Strecke bringen. Weil so kann der nichts machen. Immer. Gehen? Team. Team. Geht das? Geht doch nichts. Okay. Gut. Wir machen noch eine Runde. Und ran. Da sieht man, die Überlebenschance war nicht sonderlich lange. Für eine Sache klappt sicher das Sterben, gell? Ja.
Ja, die Lady schlägt sich recht gut. Ja, im Nahkampf bewährt sich ein kurzes Schwert. Mhm. Wie die Römer, ein großes Schild, kurzes Schwert. Und dann im Nahkampf, ne? Der Vorteil zum einen, Material an sich und dann natürlich die kurze. Ja, ein stilechter Mittelaltmaler, ne? Mit Leinwand und Pinsel. Genau. Von Kennen. Ein echter Van Kennen. Van Kennen. Man muss es halt auch können mit dem Kennen. Ja, so lässt sich das aushalten mit einem frischen Merzer vom Fass. Ne? Also ich wünsche euch jetzt auch mal eine schöne Abkühlung. Und Prost. Ne? Stell dir vor, ich bin in Bayern. Hier auf der Almwiese hier heute. Und Gesang und das ganze ein Leben lang. Wenn das nicht mehr wäre, ich armer Tor, dann wäre mir Angst und Bang. Ja, dann wäre mir Angst und Bang. So, jetzt ist Eggy gekommen, das ist Eggy, ja, von den Rabenbrüdern. In der Ecke ist Eggy. Ja, er tanzt gern für uns jetzt. Ja. So, gut. Wie geht's los? Dann mit der zweiten Strophe. Damit ihr die Kindheit da. Schon mal verpasst. Saget an das erste Fass. Jawohl! In der weichlichten größten Hass. Da benebelt die Sinne und schlägt auf die Stimme. Aus jedem Tenor wird ein Bass. Wein, Weib und Gesang. Das ganze Leben lang. Wenn das nicht mehr wäre, ich armer Tor, dann wäre mir Angst und Bang. Ja, dann wäre mir Angst und Bang. So, und jetzt ein Lied über die Männermode. Anno 2014, ein Weib wird wild, kriegt der Mann den Kilt. Das heißt, es sieht so bescheuert nichts aus wie mein Kollege, ja? Bescheuert, hier. Guck mal, wie du rumläufst hier, ja, mit deinem Dreier da. Und zu der Arbeit gehe, dann kocht ihm seine Mutti Tee, von dem ich gar nichts nehme, weil er muss sein Schnäpsler, ist das nicht fein? Oh, doch Rotwein! Oh, doch Schnaps! Er muss ein Schnäpsler, ist das nicht fein? Und wenn ich krank geworden bin, werde ich zum Doktor gehen. Und der verschreibt ihm eine Medizin, die tue ich gar nicht nehmen. Weil er muss sein Schnäpsler, ist das nicht fein. Nur noch Brandwein, Feuerwasser, nur noch Schnaps. Er muss ein Schnäpsler, ist das nicht fein.
Perfekt. Geh mal rüber, hä? Guck mal, ja, Riesenpike. Ja. Das ist der Landsknecht gewesen. Der Landsknecht mit der Pike. Und bist du den Zähnen bewaffnet, du? Hä? Stegen, Schwert und das Dolch. Das war früher der sogenannte Söldner, kann man eigentlich sagen. Mhm. Landsknechte haben also für den Meistbietenden immer gezahlt. Aha. Also die fremden Legionäre der Antike. Genau, ja. Jawohl. Das ist aber echtes Wappen, oder? Ja, das ist also ein echtes Wappen der Familie Allenbach. Aus der Schweiz. Super. Ja. Mit Trinkhorn, jawohl, für die Pause zwischen den Schachten. Genau. Super, danke schön. Oh, gab es am Fuß doch eine Verletzung? Weil die auch ein Fliegerhalter waren, richtig? Aber. Und deswegen heißt es schwer. Deshalb, da bleibst du doch lieber beim Karate ohne Waffen, gell? Na, ist schwer, hä? Kurzes Schwert. Das ist ganz stumpf. Ich bin da vorne am Hering hängen geblieben. Nein, das war eine Kriegsverletzung. Ja, der Hering hat mich angegriffen. Falscher Text. Der Hering, der wollte mich nageln. Ja, so ein, das ist so schwer. So eins fehlt dem Papa noch in der Sammlung. Ja? Aber was hast du denn hier? Nee, der ist aber stumpf. Der ist noch gleich. Ja, Erik, mit den Augen gucken, bitte. Bei den wirklich scharfen Sachen. Und ich meine, die stehen ja auch nicht irgendwo in der Schlacht. Hier. Wenn der anfängt, seinen Schild zu suchen und seine Waffe zu ziehen, dann hat sich die Schlacht. Ja, ist ja gut. Das ist was für den kleinen. Oh, was ist das? Ein Walross, ein Friction Folder, mhm. Schön. So ein kleines Schnitzmesser, mit dem man heute ein bisschen arbeiten kann. Ja. Ist doch Holz. Nein, das ist noch nicht ganz fertig. Das kann man noch. Wenn du das haben willst, dann kannst du es ja losfallen. Vorne die Finger weg, Erik. Vorne die Finger weg. Genau. Und Fallspitzen haben wir auch. Ja. Komm aus, wir modifizieren mal deine Bogenpfeile. Oh nein, dann. Kriegst du sie nicht mehr aus den Figuren raus, gell? Der Uwe, der erzählt dir was, wenn du damit seine ganzen Figuren schrottest. Oh, Vorsicht, der Draht ist scharf. Ganz einfach. Ich sehe schon. Oh, das gefällt dir, gell? So, und? Zack. Na. Wow. Den haben wir jetzt 2-3 Jahre lang nicht dran. Bitteschön. Ja, schön. Und deinen Rest machen wir hier rein. Kann man dann erweitern, wenn du das. Das gehört dir ja dann auch. Wenn es dann nicht mehr passt, kommst du wieder vorbei und lässt es vergrößern. Genau. Dann in 1-2 Jahren dann. Genau, jetzt für die Fußball-WM an der Copacabana. Für die Mädels. Für die Mittelalter-Mädels an der Copacabana. Ne? Da hat man aber auch nicht viel Oberweite. Dass du nicht so viel haben, sonst brauchst du zu viel Kettle vor denen. Ich hab das angepasst. Das ist auf den Holztorso angepasst gewesen. Kettenhemd-Bikini. Oh, das zwickt hier an der Nippel. Da brauchst du kein Brustpiercing mehr. Das sind Gummiringe. Ah, mit Gummiringen? Die Ringe sind die Gummiringe. Und. Waren die denn, hat man die Gummiringe da auch gemacht? Was machst du, Lisa, immer daheim? Wie heißen die Bänder? Scooby-Doo-Bänder. Aha, okay. Die Gummiringbänder habe ich halt so gemacht. Alles aus einzelnen Ringen. Das ist für die Leute mit Engelsgeduld also nichts für mich. Gibt's auch für Damenmode, ne? Kettenhemden für Damen.
auch in Stringtanker-Ausführung erhältlich. Das machen sie gern, weil da sparen sie Material. Oha. Total geil. Eine Paracord-Peitsche? Ja, gerade eben selber gemacht. Das ist gerade eben 10 Stunden. Indiana Jones wäre scharf drauf. Das ist nicht, das ist ja nicht so ein Decken. Na gut. Hast du was drunter gemacht oder hast du doppelt? Wie drunter? Das, die dicke. Mehr sind 3 Lagen. Massiv aus Paracord. 3 Lagen, glaube knapp 30, 40 Meter. Ja, ich habe es gesehen, du hast eine Rolle. Eine? Paracord. Ich habe eine, mehrere. Mehrere Rollen. Kilometer Paracord? Ja. Nochmal peitschen. Nochmal. Ja, Nase weg, du. Das ist ja so ein Nasepiercing, du. Eine Paracord-Peitsche, Stefan. Hä? Zack. Ja, aber knallt gut. Ja, fehlt noch ein bisschen was. Ja, was fehlt noch? Weiß nicht, muss ich mich noch drüber schlau machen. Ein Morgenstern dran. Genau, eine Stahlkugel vorne dran. Das ist die gleiche Bewegung. Ich finde es interessant, dass du zum Beispiel das Pinwheel schon kennst, obwohl du die Basics noch nicht kennst. Das ist voll lustig. Dadurch, dass du mit dem Kampfstab gemacht hast, kennst du Sachen, die du eigentlich so nicht können durftest, wenn du das Recht nicht kennst. Das finde ich voll lustig. Gut, okay, wenn du 8 Uhr sitzt. Das Ganze. Wir haben ein Service am Rand, wir haben ein Gäste, 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 Gäste
ein frisches Bier. Dann spürt der Spielmann einmal mehr sein Lebenselixier. Basti, und jetzt ein Handdrill. Jetzt mit der Hand. Schau mal, zeig mal, wie es geht. Ich nehme ein Feuerzeug. Oh, jetzt hat er doch jeder. Jawohl, Feuer machen auf Mittelalterart. Mit einem Heiko Hess. Ein Partner in Schweden. Wie es gehört. Also guck, den Abendessen steht nichts mehr im Weg, das Feuer brennt. Du wächst durch Leblatt. Tschechischer Hersteller, die Waffen sind geschmiedet, nicht handgeschmiedet, das können wir nicht bezahlen. Aber die Qualität ist nicht gut. Also wie gesagt, wir benutzen die Endkämpfer als Sportwerkern. Sie kriegen Schaden, aber der einzige... Tja, hallo Freunde. Das war's heute hier vom Mittelaltermarkt in Bräunling. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnten ein paar Eindrücke vermitteln. Uns hat es super gut gefallen. Neue Leute kennengelernt. Gruß an Basti. Wir sehen uns nächstes Jahr hier wieder. Ja, das Papa. Bier war schön kühl. Papa. Die Sonne hat gebrannt wie die Sau. Papa. Ja, Moment, Schatz. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Spanferkel für die Oma gekauft. Und darum müssen wir jetzt ganz dringend nach Hause fahren. Solange es noch warm ist. Ja, Erik, Ritter Erik, was ist los? Zeig mal dein Schwert. Zeig mal dein Schwert oder was? Ja, prima. Wie hält man das? Jawohl, sehr gut. Und ab jetzt hat die Schwester nichts mehr zu lachen. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Jahr hier in Bräunlingen. Kommt doch da einfach mal vorbei. Lohnt sich wirklich. Toller Platz, toller Markt. Und wir sehen uns zum nächsten Video auf Hillbilly TV. Kommt sicher morgen. Also, ciao Leute. Mm-hmm.